Daisy, du warst super. Oh la la. Hauptsache du warst da. Yes! Toll, danke. Super. Darf ich was sagen? Danke. Ja, kein Problem. Herzlichen Dank. So von ganzem Herzen. Viel Glück hier weiter. Danke. Ja. Und viel Spaß. Und beim nächsten, wenn ich dazwischen komme, dann warte ich auf ihn auch draußen. Das wäre schön. Ja. Gut, sag ich ja. Hast du die, Andrea? Mein Koffer, alles schon vor? Mein Koffer ist vorne. Ja, du hast versprochen, du fährst mich zum Flughafen. Ja, bestimmt, toll. Lass Bina nach vorne, geh mal in die Mitte. Ich heule bestimmt. Das glaub mir so. Ich auch, wie bei Titanic. Nein, ich will da keine Tränen, hey. Komm, direkt in die Mitte. Und zeig ihn nach draußen und lass dich nicht fertig machen von keinem. Von niemandem. Genau. Schaka! 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 Geil. Nee, jetzt keine Panik, weil das macht mich fertig. Jeder legt die Hand drauf und wir machen so. Oh! Eins, zwei. Ist das vorbei mit meiner Schwester? Wenn du das schon hast. Das ist doch sehr gut. Aber das habe ich nie gehabt. Also, er weiß, dass die Leute so um mich. Destina, ja? Kannst du mich hören? Ja. Hier spricht Percy Hoven aus dem Big Brother Studio. Ja, bis jetzt hattest du genügend Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Time to say goodbye. Jetzt ist es aber auch an der Zeit für dich, das Haus zu verlassen. Draußen steht meine Kollegin Sophie und erwartet dich. Und ich erwarte dich natürlich auch hier in wenigen Minuten im Big Brother Studio. Bis gleich. Bis dann. Halt die Ohren steif. Tschüss. Du bist sowieso eine Familie. Ciao. Du machst das schon. Na. Viel Glück. Okay. Und ganz cool bleiben. Ja, Moment, ja. Alle. Einfach heil sind so weiter. Okay. Ciao. Halt auf dich auch. Also. Gib alles da draußen. Singt er das nochmal? Ja. Tschüss. Oh la la, Daisy, du bist super. Oh la la, Daisy, wunderbar. Oh la la, Daisy, du warst super. Oh la la, Hauptsache du warst da. Oh la la, Daisy, du warst super. Oh la la, Daisy, wunderbar. Oh la la, Daisy, du warst super. Oh la la, Hauptsache du warst da. Ist das geil. Spaß, dass man mit umgehen, Leute. Ich fühle mich gerade wie so ein oller Scheiß-Wessler, die quatschen nur mal so. Ich brauche jetzt eine. Boah, war das aufregend. Ja. So echt. Ja, klar. Aber die müssen gut sein, die schmecken scheiße. Ja, das stimmt. Aber wisst ihr, was das Beschissene an der Geschichte ist? Je länger du drin bleibst, desto weniger Leute stehen da, um schön zu sein. Ja, und? Mein Gott. Boah, schmeckt nicht. Du hast aber, ich denke mal, diese, wer dich da empfängt, ist jetzt im Augenblick erstmal wichtig. Ja, auf jeden Fall. Stehen wir jetzt gerade vor. Aber bis zur nächsten Nominierung sind wir. Liebe Bewohner, könnt ihr mich hören? Ja. Hier spricht Percy Hoven live aus dem Big Brother Studio. Hallo. Ihr erfahrt jetzt die Ergebnisse der Nominierungen. Nachdem Despina das Haus nun freiwillig verlassen hat, drücken die beiden nächsten Nominierten automatisch nach vorne. Nominiert wurden demnach Thomas und Zlatko. Das war's schon jetzt? Ja, das war's. War klar, dass was kommt. Das war's. Ich hab auch nicht gedacht. Nachrücken, ganz normal, ist klar. Ja, ihr seid da nicht raus, das entscheiden die Zuschauer. Oh, halt ja, einer von uns beiden ist gar nicht. Wir haben jetzt noch mehr Zeit, als wir überhaupt hier drinnen verbracht haben. Also, ne?
Eben. Bis jetzt waren es 5 Tage, jetzt kommen noch 6. Ja, Logo. Also 6 Tage haben wir noch Training. Schon richtig, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Findest du das jetzt ernst? Ach, ich wollte es nicht. Die Büsche. Wenn du meinst, das würde jetzt ernst werden, dann fängst du an, dich zu verstellen. Ja. Nee, nicht zu verstellen. Jetzt ist es richtig. Ich find's geil. Hier, also, ich teile mit dir die letzten 2 Roten. Ich weiß nicht, ihr sagtet eben, das würde voll stechen. Das Gefühl. Ich habe mich ganz normal gefühlt. Genauso. Und ich fühle mich auch jetzt gerade ganz normal wie den ganzen Tag über. Ich war nicht nervös bei dieser Nominierung, weil es für mich einfach ein Spiel ist. Und ich im Prinzip von vornherein gewusst habe oder mir eingeredet habe, mir klar gemacht habe, ich bin der Erste, der nominiert wird. Definitiv. Sag mal, warum denn aber? Ich bin total schockiert. Weil er mit dir getanzt hat. Guck doch mal, wie glücklich der jetzt ist. Weil er mit mir getanzt hat, was war denn das? Meine Freundin stock und eifersüchtig jetzt. Hey du Thomas, ich hol jetzt die anderen Mädels. Ich finde das nur fair, wenn das alle wissen. Ja, aber nicht hier rein, hab ich keinen Bock mehr drauf. Ich geh raus und drehe dann auf dem Sofa mit denen. Das reicht, wenn sie das morgen erfahren. Eben, finde ich auch. Zum Frühstück, vor dem Kaffee. Ja, das war dein Mädels klar, wir müssen jetzt mal langsam schlafen. Ja, total. Ja, wir müssen jetzt echt langsam schlafen. Ja, ich gehe schon, ich bin schockiert. Ja, ich gehe jetzt heulen. Mach die Tür zu, ne? Diesmal müsst ihr euch nicht ausdenken, ja? Guten Nacht. Wie spät ist das? Das fasse ich ja. Entweder die verarschen mich total. Thomas war gerade im Sprechzimmer, er geht morgen. Das ist auch die Fa- Ja, nein. Ist nicht wahr, ne? Er liegt im Bett und lacht und auf die Frage, warum, kann er erst gar nichts sagen. Und irgendwann sagt er, nee, und alle sagen, wegen dir. Und ich so, haha, schön im Verarschen. Und irgendwann sagt er, nee, hast schon recht. Und dann haben die schon recht. Und dann sag ich, das ist ja alles nicht wahr. Und er so, nee, ich hab nur zu viel getrunken. Ich glaub das nicht. Tut mir leid, ich geh da jetzt rüber. Die wollen nicht mehr, dass wer kommt, aber kannst du trotzdem rübergehen. Da kommen sie schon. Ja. Nee. Da hast du schon Trump. Ja, klar. Halt die Klinke zu. Nicht, halt die Klinke. Kannst du nicht. Echt? Das ist eine komische. Ey, raus! Ach, Mann. Ist jetzt ein Witz, oder? Nee. Was denn? Thomas? Was denn? Thomas geht. Quatsch. Ach, der packt morgen den Koffer. Denn? Nee, ernsthaft. Der packt morgen den Koffer. Oh, nee, also Bock habe ich denn doch nicht. Nee, ist schon klar. Gute Nacht. Ich bin voll fertig. Ich muss schlafen gehen. Was steht fest. Mir helfen die Weiber nicht. Was mache ich denn? Die Weiber helfen mir auf jeden Fall. Nicht beim Kofferpacken, das wollte ich alleine machen. Und dann hat er noch gesagt, irgendwie, dass, aber wie ich da drin war, das war voll befreiend. Sieht die wirklich an, die Haltung? Das war voll was? Voll befreiend, meinte er. Ja, das und dann ist das Ding, er war ja wirklich im Sprechzimmer drin. Könnt ihr euch denn vorstellen, aus welchem Grund er geht? Wenn er geht? Also ich hätte einen. Und der wäre? Der wäre, dass er sich nicht die Blöße geben würde, weil, also ganz ehrlich, also wenn ich jetzt so tippen würde, ne, wer jetzt so gewählt wird. Zwischen Thomas und Sven. Wollen wir noch mal einen rauchen im dann Wohnzimmer? Denke ich, ja, lass mal machen. Ja, lass mal. Aber Decken mit mir, mal ist kalt. Oh. Du kriegst eine von mir, Andrea. Ich komme mal, ja? Ich komme weg mit, ja? Ich komme mit, ja? Was ist denn das? Ich bin gekommen, ja? Und Thomas gehen müsste. Und ich würde denken, dass Thomas sich nicht die Blöße geben würde. Vielleicht ist er auch so ein Typ, der nicht so schnell eine Freundin bekommt, weiß ich nicht. Dass er so an so klammert so doll. Das Ding ist aber ja auch, wenn er rausgeht, dann nimmt er im Endeffekt ja die Entscheidung ab. Zwischen ihm und Sladdy. Nee, er hat gesagt, ihm ist bewusst, dass er Sladdy mitnimmt. Das tut ihm leid. Mhm. Ich meine, er wird schon seine Gründe haben. Das ist auch ganz egal. Da können wir morgen mit ihm drüber reden. Aber mich schockiert es einfach zutiefst, dass plötzlich alle gehen, ja? Wird Thomas wirklich gehen? Big Brother. Morgen Abend, 20:15 Uhr.